Hey, meine Freundchen. Und damit herzlich willkommen zurück. Irgendeiner hat dir mal was rum erzählt. Man muss mal ganz kurz schauen. Ich will jemanden helfen, aber ich weiß jetzt nicht. Wen. Ach, den hier unten. Hey, buddy. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Okay, komm. Wir brauchen noch was, ein bisschen was für das Kammerkonto. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? Okay. Okay, just quickly. That felt good. It's nice to be held sometimes. Oh, we used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Like you seen sad things. Remember with kindness. Okay, sind wir jetzt fertig? Ja. Folgt er uns jetzt? Haben wir jetzt einen neuen Kumpel? Ach so, das ist bestimmt das Spiel hier mit der Hand und das Messer, so, weißt du? Gut, da gehen wir jetzt mal nicht hin, sondern können wir den erzählen. Morgen. Wir gucken mal ganz kurz hier drüben rein. Gerade eben wollte ich die Zeitung kaufen, da wolltest du nicht. Zeitung? Ich würde gerne eine nehmen, aber okay, dann halt nicht. Nein, du zahlst sie nicht hoch. Look here. You want to catch another Cinder Bounty Hunter? Take a gander at the poster there. Wie viel? Ah, 25. Umdrehen kurz. Nichts zu sehen. Leben oder lebendig? Okay. That one? They say she's sleeping rough. So, wir brauchen Kohle. So, müssen wir ganz kurz auf die Karte gucken. Irgendwo ist was erschienen. Da reiten wir mal kurz hier hin. Und jagen sie mal. Dass wir uns mal wieder einen Hut kaufen können. Vielleicht was Schönes, aber dann dürfen wir den nicht verlieren, weil es schadet drin. Jetzt ein bisschen Zeug verkauft und können jetzt da vielleicht noch mal ein bisschen Zeug jagen. Was ist denn das hier? Ich weiß jetzt nicht. Oh, halt mich! Lass mich runter! Okay, da kommen, oder da sind noch welche.
Sehr schön. Ob das hier irgendwann fertig wird? I never. You'll be all right. Just stick it out. I just want to go back home. Okay, boy. Und los geht's. Halt, nein, das ist doof, wenn wir so stehen. So ist es besser. Kann ich eigentlich nachladen? So, hoffentlich kommt jetzt keiner vorbei und dann wieder, oh, was hast du gemacht? Du bist so böse. So, haben wir den Hut. Weiß nicht, ob der gut ist oder schlecht ist. Und ob wir damit auch die Fresse kriegen, wenn wir damit gesehen werden. Ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Wir nehmen alles Haus. Zum Glück haben wir vorher mal ein bisschen was verkauft. Okay, das passt jetzt nicht mehr mit rein, aber gut. Und was bist du dreckig? So, muss ich weitermachen? Bist du jetzt zumindest fertig? Wir können sie noch mal füttern. Und wir können es auch noch mal streicheln. So. Hat sich ja gelohnt, die abzuknallen. Okay, Gewalt ist keine Lösung. Aber es kam doch das eine und raus. Wir haben noch ein bisschen Zeug gefunden. Und wenn ich weiß, wo ich es verkaufen kann, dann machen wir da bestimmt auch noch ein bisschen Geld mit. Und der Mahut. Wenn das nichts ist. Mehr wollten wir nie.
die kleinen Tierchens. Was bist du denn? Der Eichhörn, dieses Wühle, wird ja keiner essen. So, und rein in die Tasche damit. Wie macht auch Mist und irgendwo müssen wir anfangen. So, wir begeben uns aber mal weiter, denn wir wollen ja noch die Dame finden. Let's go, boy. Yeah. Vorsichtig. Nicht ganz so gute Erinnerung an die Kurve. Ja, wir sind glaube ich gleich da. Da hinten ist es schon wieder weiß und da kommen wir dann ins Zielgebiet an. Rüberflitzen. Mache jetzt mal nicht ganz so schnell. Hi. So. Wir nehmen das Lasso. Lebendig gesucht. Okay. Das Gute ist eine Dame und die muss hier sich irgendwo in der Nähe aufhalten. Was bist du? Ach, Tier. Ich dachte schon, das ist ein Mensch. Oh, was für ein großes Tier aber. Aber deswegen sind wir nicht hier, denn wir wollen ja Menschen mal draufpacken. Ich überlege, ob ich das Tierchen mal an die Seite packe, damit wir das mal so ein bisschen rumlaufen. Also das sind wir schon wieder raus. Supi. Was für ein peinlicher Auftritt. Ist der jetzt tot? Oh, nicht der Brand wieder. Nein, ich brenne jetzt wieder. Also was heißt wieder? Ah, toll. So ein Mist. Ach. Wir machen Kontrollpunkt. Ich hoffe, der ist nicht allzu weit weg. Dass wir den Hut noch aufhaben. Das ist schade. Okay, da ist er. Wir rauben sie aus. Weil sie geht ja ins Gefängnis und da brauchst du das Geld nicht. Schön.
gucken noch mal, was sie hier so hat. Der ist tot. Der braucht das auch nicht noch mehr. Das ist wieder so ein unnütziger Tod. Mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Das könnte eine Dose sein, die vielleicht ganz interessant ist. Du? Nein, du bist nichts. Na komm, wir gehen. Komm, Pferdchen. Nicht stolpern. Schön langsam. Na gut, ein bisschen kannst du schneller sein. Das war so ein grandioser Auftritt. Und dann kam das Feuer dazwischen. Hat alles kaputt gemacht. Wir verstauen sie mal. Zack und drauf. Dann verstauen wir uns. Zack und drauf. Echt? Das, na gut. Kann ich sie eigentlich auch hauen, so boxen, wenn die mir auf den Sack geht. So, zack, voll in die. Voll ins Gesicht. Oh dear. What came over me? Did I just do those things? It's a horrible blur. But I see blood. There's blood everywhere. It won't come out. I'm not like that. Ach komm. I'm a good girl. Really. Be quiet with that. Wenn du auch mal die Wahl hat, jetzt einen freizulassen. Nicht so hohes Wasser, sonst schwimmt er weg. Ah, da ist sie wieder. A fever of the brain. I've done bad things, but a jail ain't where I belong. A sanatorium, maybe. Get me help, mister. Please. Save me. Save me from the sheriff. And moreover, from myself. You're such a strong man. So tough and burly. Maybe if I had a strong man like you, I wouldn't be in this mess. My men folk, they've all been weak. That's what my problem's been. How I got in this unfortunate situation. But a big, strong man like you, you'd set me straight. Wouldn't you, mister? Put me on the straight and narrow? Denk mal, der wird bestimmt irgendein Kriterium sein bei der Mission, dass wir den Typen hätten retten sollen. Zack, nochmal voll in die Fresse. Müssten eigentlich bald da sein. Oh, vorsichtig. Dann stoßen wir zusammen und irgendeiner wird heulen und ich werde sterben. Da kommt ein Wagen auf uns zu gefahren. Okay. Wir sind bald da. Wir kriegen noch $25. Wir hätten so viel mehr haben können, aber ich hab's versaut. Aber 25 ist ja auch schon mal nicht verkehrt. On the jailhouse. Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. Zack, noch mal voll.
You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. The Black Widow herself. Sehr schön. Oh, das sieht ziemlich gold aus. Wir gucken noch mal ganz kurz. Okay, da gibt es nicht mehr, aber schön. She could find herself a husband yet. That's cowboys for you. Indeed. So it seems this town's got more pressing problems than outlaws. Gonna take some time off posting bounties, impose law and order on the streets. That man has a heart of stone. It's silly to keep me locked up in here. I mean, what am I gonna do? Just little old me. Let me out to exercise a little. I'm immune to your charms, Mrs. Swan. So ein Mist. Okay, wir finden bestimmt doch mal irgendwann irgendeinen und nehmen den damit. Da. Vorher wollte ich kaufen, da wolltest du nicht. Jetzt will ich auch nicht mehr. So, wir reiten nochmal kurz zum Lager, waren Ewigkeiten nicht mehr da und vor allen Dingen werden wir nur essen und mal gucken. Vielleicht verkaufen wir auch da auch noch ein bisschen Zeug und Kram. So, dass wir das Ganze da noch ein bisschen verbessern können, irgendwas. Sind gleich da. Nein, komm doch zu. Oh, so viel war. Setz mal schon so viel da. Ich weiß es gar nicht. Kann aber sein. Wollen wir hier das Pferdchen anbinden? Hallo. So, stopp erstmal kurz was essen. Ne? Okay, dann doch nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Keine Zeit über das. Schmeißen wir alles gleich mal weg und lassen es liegen. Geht's hier was? Machen kurz Beitrag leisten. Mal schauen. Wir machen mal Gegenstände. Das bringt 3. Das bringt 6. 3. 12. 1. 8, davon haben wir 3. Krass.
bringt jetzt nicht so viel, aber okay. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Wir schwenden nochmal Sachteile. Und so viel haben wir ja nicht mehr, aber da können wir gleich mal die Tasche leer machen. Sehr schön. Eigentlich wollte ich gerade Geld ausgeben. Weg damit. Oh, es geht noch mehr. Krass. Das viel Geld haben wir aber nicht. Sparen wir erstmal wieder ein bisschen. Wir gucken, was bei rumkommt. Wenn wir das jetzt so haben, wie wir es haben. Die Teile da besser gemacht haben. Okay, hier vorne können wir was rauben. Wir haben aber gar keine Hütchen auf. Okay, wir gehen erstmal schlafen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, wir schlafen gemütliche 12 Stunden. In diesem Sinne bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Kochi. Bye.